Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe am letzten Video mal mit Latexfarbe ausprobiert und wer es noch nicht gesehen hat, einfach das vorige Video anschauen, ich kann es euch auch verlinken. Und jetzt möchte ich das noch einmal versuchen und zwar habe ich ja im vorigen Video mit Cell Creator probiert. Bin mir nicht ganz sicher, aber es kann schon der Cell Creator sein, was reagiert hat als Zellen. Aber natürlich, weil dieses Latexfarbe etwas dicker ist, kann es sich nicht so ausbreiten. Ich habe noch Restfarbe übrig, möchte jetzt nochmal ein Bild machen. Und zwar mache aber dann noch Silikon 300 rein, also von der Viskosität her. Ja, dann lasst uns einfach starten. Dann bis gleich. Okay, der Keilrahmen ist 30 auf 24 cm. Ich habe immer noch das Kaminrot. Wie gesagt, die es noch nicht gesehen haben, durch den weißen Latex wird das natürlich alles etwas heller. Koboldblau, Magenta, Weiß und Schwarz. So, ich habe ja in diesen Cell Creator reingemacht, habe ich in das Magenta und das Koboldblau. Da mache ich jetzt in Schwarz zwei Tropfen rein und in das Kaminrot. Ups, drei, egal. Bin gespannt, ob da was anders passiert. Weil dann sehen wir auch, ob das reagiert überhaupt oder nicht reagiert. Aber ich denke mal schon, dass der Cell Creator etwas reagiert hat. Okay, den Becher kann ich wieder nehmen. Machen wir jetzt nochmal einen Flip Cup. Weil ich finde, das sieht man es am besten. Muss nur schauen, dass die Farbe reicht. Habe ich den schon für das kleine Bild. Ja, blau wird schon leer. Okay, plupp, machen wir es diesmal so. Ja, ich bin mal sparsam mit der Farbe jetzt. Ist natürlich alles etwas dickflüssiger. Schwerfälliger. Und jetzt mal den Rest der Farbe weg. Wie gesagt, ist eine klebrige Angelegenheit mit diesem Latex. War schon leer. So. Aha. Da kommen schon ein paar Zellen, jetzt passt mal auf, jetzt probiere ich was. Ich erhitze es jetzt mal, nicht erst nachher. So.
Ja, das Silikon scheint etwas besser zu agieren. Ja, kann nicht mit allem klappen. Machen wir mal die andere Seite zu. Ja, okay. Also so wie es aussieht, funktioniert es mit dem Silikon etwas besser. Bringt größere Zellen. Gut, ich lasse es natürlich jetzt verlaufen, dadurch entstehen natürlich auch größere Zellen. Das ist ein schlechter Vergleich, gebe ich zu, aber trotzdem. Kann man schon so lassen. Und ich glaube, durch das Silikon hat es mir etwas die Luftbläschen aus der Farbe genommen, was ja positiv ist. Zeige ich euch gleich von nahem. Das ist ja das Coole. Eigentlich hat das Silikon die größeren Zellen gegeben und jetzt durch das Erhitzen bin mir jetzt fast sicher, dass es diese Cell Creator ist, diese kleinen Zellen rauskommen. Auch nicht schlecht. Okay, also es funktioniert mit dem Latex. Wie gesagt, nur von den Farbtönen ist es natürlich so, dass es etwas aufhält. Wobei jetzt so langsam ich sagen muss, es geht eigentlich, aber das passt. Also, dann bis gleich. So Freunde, jetzt von daheim. Schaut euch das mal an, schöne Zelle. Und hier seht ihr dann immer wieder ganz kleine Zellen, die eigentlich danach durchs Erhitzen entstanden sind. Also ich gehe davon aus, dass es dann doch der Cell Creator ist. Schaut mal hier, hat es auch wieder die ganz vielen kleinen gegeben. Und das hier am Rand ist auch cool. Ja. Okay, ja gut, da kann man auch ein bisschen rumspielen. Wie gesagt, ich zeige es euch dann mal, wenn es getrocknet ist. So, hier noch das getrocknete Bild. Und zwar, ihr seht eigentlich, es hat sich nichts verändert mehr, das passt, also das läuft nicht so stark. Und ihr seht auch große Zellen, Silikon, weil jetzt ist es wirklich eindeutig. Und diese kleinen Zellen,
praktisch von diesem Cell Creator. Also finde ich gut, finde gut mischen. Ups. So. Zeig's euch auch nochmal. Das passt. Kann man machen, finde ich. Kann man machen. Also gut. Dann war's das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht auch was gebracht. Und dann testen wir weiter. Also gut, bis dann. Tschüss, bye.